Farbhaus. Grüß dich, Elli. Was machst du da? Anstreichen? Ah, klar. Du streichst das Haus rosa an. Was für eine schöne Farbe. Oh, oh, ja, ja. Eine sehr schöne Farbe. Ich meine, die allerschönste Farbe in der ganzen Welt. Hallo, Pocoyo. Hallo, Pato. Elli hat noch ganz schön viel zu streichen. Vielleicht könnte sie etwas Hilfe brauchen. Malen! Ich habe so den Eindruck, dass es ihr sehr gefallen würde, wenn ihr ihr helfen tätet. Malen! Nun, Elli, da hast du aber ein sehr rosa Haus angestrichen. Elli, was ist los? Und hier ist eine schöne Dose mit rosa Farbe. Pato, ich glaube, der Elli gefällt diese Farbe nicht so sehr. Elli besteht darauf, dass du das Haus rosa streichst. Nein, blau! Elli, Pato hat ein Porträt von dir an die Wand gemalt. Aber es kann doch nicht so schlimm sein, auch mit anderen Farben zu streichen. Ein rosa Dach, Elli? Aber Pocoyo! Oh nein, Pato! Leute, vielleicht solltet ihr... Ganz ruhig mal. Einen Augenblick. Wenn ihr euch nicht beruhigt, werdet ihr das nie richten können. Was für ein Desaster. Gute Idee, Elli.
Jeder kann jetzt seinen Teil anstreichen. Ah, das ist doch perfekt. Jetzt passt es. Jetzt sieht das Haus wunderschön aus. Bis zum nächsten Mal. Nina. Hallo, Pato. Was für ein herrlicher Tag, um sich um die Blumen zu kümmern. Oh, mein lieber Pato. Da hat scheinbar jemand das Wasser abgedreht. Was ist da los? Pato, Pato, mach etwas langsamer, bitte. Du sagst, du hast genau so ein kleines Monster wie auf dem Bild da gesehen? Sag, dass sie Nina heißt. Warum stellst du dich nicht auch vor, Pocoyo? Pocoyo! Und das ist Roberto. Hallo, Nina und Roberto. Es scheint, dass sie noch nie jemand die Hand geschüttelt hat.
Ein Regenschirm? Aber es regnet doch nicht. Ah, du hast Pato schon früher mal gesehen. Du hast mit deiner Freundin, dem Marienkäfer, gespielt und dann kam Pato und hat die Blumen gegossen. Und du bist ganz nass geworden. Aber Nina, ich bin sicher, Pato wollte dich nicht nass spritzen. Pato hat nur die Blumen gegossen, damit sie schön kräftig wachsen. Ja, Pato liebt Blumen über alles. Sie sagt, dass jemand, der Blumen so liebt, ganz arg geherzt gehört. Aha! Ah, ich verstehe. Das soll Nina immer warnen, wenn Pato die Blumen gießt. Großartig. Das muss gefeiert werden. Roberto, darf ich bitten? Zauberwörter. Brumm, brumm. Hallo, Pocoyo. Hi. Brumm, brumm. Kann mir jemand verraten, mit was Pocoyo das spielt? Bauplätze! Bausteine? Nein, nein, ich glaube, Pocoyo spielt mit... Oh je, es sind wirklich Bausteine. Nun, mit Bausteinen spielen macht auch Spaß. Alle mal hersehen. Pocoyo hat einen beeindruckend hohen... Da, das ist aber seltsam. Wo kommt die Standuhr daher? Das ist eine gute Idee. Ein kleines Nickerchen im kühlen Schatten eines herrlich belaubten Kühlschrank. Sieht alles sehr lecker aus, Pocoyo. Vielleicht Zeit für einen Imbiss. Nun, machst du dir ein Sandwich? Gute Idee. Als erstes nimmt man eine Scheibe... Danach eine Scheibe... Oh, wie lecker sieht dieses...
nun? Auch gut. Wenn du schon dein Sandwich nicht essen kannst, kannst du wenigstens auf dem Banjo spielen. Ja, es gibt nichts Schöneres als auf einer... Pocoyo, ich bin ganz deiner Meinung. Lass uns dieser Sache auf den Grund gehen. Ah, jetzt verstehe ich alles. Nina spielt Zauberwörter. Party! Ah, sehr gut, Pocoyo. Eine Party. Fehlt da etwas? Halloween-Geschichten. Hallo alle zusammen. Hi. Ich sehe, ihr seid schon alle in euren Halloween-Kostümen. Hallo, Nina. Und wo ist deine Verkleidung? Du weißt nicht, was Halloween ist? Nun, Halloween ist eine ganz besondere Nacht, in der jeder sich einen Spaß daraus macht, jeden anderen zu erschrecken. Siehst du? Eine furchterregende Mumie. Ein angsteinflößender Werwolf. Und ein spukender Gespensterpirat. Was ist das, Pato? Du willst eine Gruselgeschichte erzählen? Nun gut, Pato, lass sie uns hören. Es lebte einmal vor langer Zeit ein alter Pirat. Er durchstreifte die dunkelsten dunklen Ozeane. Beladen mit einer Truhe, die randvoll mit
leckeren Süßigkeiten. Da plötzlich aus dem schaurigen Nebel heraus ein Geisterschiff. Der Geisterpirat schickte einen riesigen Kraken aus, um die Truhe zu stehlen. In schreckenerregende Geistersüßigkeiten zu verwandeln. Nun, ich nehme an, das war gar nicht so gruselig, oder? Pocoyo, willst du es jetzt versuchen? Ja! Vor langer Zeit einmal lebte ein einfacher Junge, der, wenn es Vollmond war, ein schrecklicher, einem die Haare zu Berge stehen lassender, unerträglicher Wolfsjunge wurde. Der Wolfsjunge will einfach nur fangen spielen. Willst du es jetzt versuchen? Es war einmal eine Mumie. Die ging eines dunklen und stürmischen Tages auf den Friedhof, um mit ihren Puppen ein gemütliches Picknick zu machen. Und als eine seltsame und verwunschene Musik zu spielen anfing, feierten sie alle eine Zombie-Tanzparty. Nina ist ganz und gar nicht erschreckt von all dem. Ui, was kann das sein? Süßes oder es gibt Saures. Ha! 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 Das hat jetzt all einen Schrecken eingejagt. Happy Halloween! Unordentlicher Besuch. Was war denn das? Das
sind sie ja schon wieder. Kann vielleicht einer von euch sagen, wer die beiden sind? Pocoyo und Baby Pieps. Ihr habt recht. Hallo, Pocoyo. Hallo, Baby Pieps. Hallo. Pocoyo, was hast du denn heute vor? Pato. Pato? Ah ja, da ist Pato. Und er spielt mit seinen Bauklötzen. Na, dann spielen wir miteinander. Ja. Das war lustig, was? Ich denke, jetzt ist es an der Zeit, ein bisschen aufzuräumen. Wo sind sie denn hin? Das muss ein Irrtum sein. Ich bin mir sicher, dass sie nicht einfach gegangen sind, damit du nun alles allein aufräumst. Aha, kleine Raupe beendet gerade ein Puzzle. Wie schön. Spielen? Oh je, das war nicht sehr hilfreich, hm? Elli und ihre Puppe wollen ein Picknick machen. Von dir, Elli. Die Elli-Spezialplätzchen. Und Elli holt dir noch mehr. Die sehen aber lecker aus. Was für eine Unordnung. Tschüss. Pocoyo, hast du eigentlich bemerkt, dass deine Freunde ziemlich sauer auf dich sind? Pato! Hast du gesehen? Kannst du dir vorstellen, warum das so ist? Ja, Pocoyo, kleine Raupe ist auch verärgert. Elli! 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 Vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, warum seine Freunde so verärgert sind? Er macht Unordnung. Er ist unordentlich. Das ist richtig. Unordnung. Erinnert ihr euch an Pattos Bausteine und an Ellis Picknick und natürlich an kleine Raupes Puzzle? Vielleicht solltest du dich entschuldigen. Pato, Elli, kleine Raupe. Hier ist jemand, der euch etwas sagen möchte. Entschuldigung. Könnt ihr vielleicht Pocoyo helfen, sich bei seinen Freunden zu entschuldigen? Eins, zwei, drei. Entschuldigung. Ich denke, wir sollten ihm noch eine Chance geben, oder?
Aufräumen. Wie schön. Aber, Pocoyo, was machst du? Ich verstehe das nicht, das ist sehr merkwürdig. Was hast du nur vor? Ah, jetzt seh's. Pocoyo hat es extra für dich eingerahmt. Das ist ja fabelhaft. Bravo, Pocoyo. Prima, ihr Freunde. Macht's gut. Bis bald. Es gibt ja nichts Schöneres als einen ruhigen, entspannten Tag. Kann vielleicht jemand von euch, Pato und Elli, sagen, was sie machen sollen? Hinterherlaufen! Mit Pocoyo gehen! Eine Wippe, was für ein Spaß! Hey, zwei Schaukeln! Und ein Karussell! Na, das sieht ja aufregend aus! Eine Rutsche! Und was für eine riesengroße Rutsche das ist! Lässt Baby Pieps vor. Das ist aber wirklich nett von dir, Pocoyo. Also los, Baby Pieps. Alle schauen nur auf dich. Und ab geht's. Bravo, Baby Pieps. Gut gemacht. Ist jetzt wohl dran. Kann einer von euch sagen, wer als Nächster an der Rutsche steht? Pocoyo! Pocoyo ist dran! Jetzt ist Pocoyo an der Reihe. Pocoyo?
Pocoyo, wo gehst du hin? Du meinst also, das macht mehr Spaß, Pocoyo? Und du willst die Rutsche wirklich nicht ausprobieren? Nein! Nicht einmal ein kleines bisschen? Nein! Hast du vielleicht ein bisschen Angst vor der Rutsche, Pocoyo? Nein! Das nenn ich mutig. Was hast du, Pocoyo? Was sagst du, Ellie? Du hast ein bisschen Angst, allein auf die Rutsche zu gehen? Wenn doch nur jemand mit ihr zusammenrutschen könnte. Aber wer? Was meint ihr? Kann Pocoyo Ellie helfen? Würde sich Ellie trauen, die Rutsche hinunterzurutschen, wenn Pocoyo mitkäme? Ja, er kann Ellie helfen. Ja, er kann es. Hallo, Pocoyo. Hallo. Ellie wartet anscheinend auf etwas. Was kann das nur sein? Das sieht wie ein Päckchen aus. Wie schön. Ein rosarotes Päckchen. Könnt ihr, Pocoyo, sagen, für wen dieses Päckchen ist? Für Ellie! Ganz richtig! Das Päckchen ist für Ellie! Und was da bloß drin ist, Schnell, Ellie, mach es auf! Ein paar Schuhe! Das sind aber wirklich schicke Schuhe, die Ellie da bekommen hat! Pocoyo! Ich glaube, Ellie würde sich sehr freuen, wenn du ihr beim Schuhanziehen helfen würdest. Was für wunderschöne Schuhe. Ellie möchte wissen, ob euch ihre neuen Schuhe auch gefallen. Ja, die sind schön. Spielen. Ellie, willst du etwa deine neuen Schuhe zum Spielen anbehalten? What?
Was ist jetzt, Elli? Willst du eine kleine Pause machen? Eine Pause? Liegt es vielleicht an deinen Schuhen? Bestimmt tun Elli die Füße weh, wegen der neuen Schuhe. Kann Pato jetzt den Ball haben, Elli? Was ist denn jetzt? Ach so, das ist doch nur ein klitzekleiner Fleck. Jetzt aber schnell ins Bett, Elli. Und morgen kannst du deine neuen Schuhe gleich wieder anziehen. Du meine Güte, Elli. Sie scheint ja ihre Schuhe sehr zu lieben. Ach, Elli, du kannst doch gar nicht mit diesen Schuhen gehen. Oh je. Spielen. Ach, wisst ihr, Elli will heute gar nicht spielen. Also, Pato, ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Elli, das war aber nicht sehr nett. Pato wollte doch nur ein bisschen Spaß machen. Armer Pato. Elli sagt, dass es ihr sehr leid tut. Pato? Pato? Was meint ihr? Soll Elli wieder mit ihren Freunden spielen? Ja, spielen! Ja, das denke ich auch. Natürlich soll Elli mit ihren Freunden Ball spielen. Sieh mal, wie gut du ohne deine schicken Schuhe spielen kannst. Bravo, Elli. Prima, Pocoyo. Was für ein tolles Spiel und was für schicke Schuhe. Macht's gut. Bis bald. Entenjagd. Hallo, Pocoyo. Hallo. Autsch. Was ist denn das? Ja, ich frag mich, was dahinter ist. Was meint ihr? Soll Pocoyo die Tür aufmachen und nachsehen? Ja, aufmachen! Eine Tür zum Himmel. Nun, das ist wirklich außergewöhnlich. Pato!
sein. Was ist denn mit dem Himmel passiert? Halt, halt! Patu will sich noch die Fische ansehen. Vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wo Patu hingegangen ist? Durch die Tür! Patu, da bist du ja! Pocoyo sucht dich. Warte! Pocoyo, du hast ihn gerade verpasst! Patu! Patu, warte! Oje, tut mir leid, Pocoyo, du hast ihn schon wieder verpasst! Oh nein. Das ist aber eine seltsame Tür. Versuch's nochmal. Hast du ihn gesehen? Patu? Ja, da war er eben. Da ist er schon wieder. Oh nein, noch eine Tür. Noch mehr Türen. Was soll das nur bedeuten? Nicht aufgeben. Das Geräusch kenne ich. Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wonach sich das eben anhörte? Patu! Patu! Ich glaube, ihr habt recht. Das hörte sich ganz nach Patu an. Vielleicht sollte dir jemand helfen, Pocoyo. Elli! Hallo, Elli! Großartig! Du hast ihn gefunden! Was hast du, Elli? Du bereitest etwas Wichtiges vor? Was macht Elli bloß? Was soll das so Wichtiges sein? Damit war Elli beschäftigt. Sie hat ein Fest vorbereitet. Was für eine schöne Idee. Ach, wunderbar, Pocoyo. Wie gut, dass du nicht aufgegeben hast. Macht's gut. Bis bald. Ja. Pocoyo Samenkorn. Hallo, Pocoyo. Hallo. Was ist denn das?
Was hast du denn da? Weißt du was, das sieht wie ein sehr großes Samenkorn aus. Du weißt doch, was man mit einem Samenkorn macht, Pocoyo? Was haltet ihr davon? Macht man so etwas mit einem Samenkorn? Legt man es sich auf den Kopf? Nein! Legt man es in seinen Trinkbecher? Ist das richtig? Nein! Das macht man nicht! Pflanzt man es ein? Ja! Samen pflanzt man ein! Ganz genau. Ich bin mir sicher, dass schon sehr bald etwas sehr Schönes aus diesem Samenkorn wachsen wird. Das scheint doch etwas länger zu dauern, was? Tja, wachsen kann doch schon ein ganzes Weilchen dauern, wisst ihr. Was ist denn, Pocoyo? Hast du etwas? Ist was passiert? Ah, ja, verstehe schon. Du musst mal aufs stille Örtchen. Mach schnell. Wir passen so lange auf dein Samenkorn auf. Hallo, Schlummerpieps. Naja, das ist ein wunderschönes Samenkorn, nicht wahr? Halt! Aber was machst du denn? Geht es dir jetzt etwas besser, Pocoyo? Das ist schön, weil es da etwas gibt, das ich dir sagen muss. Es geht um dein Samenkorn. Alles wird wieder gut. Pocoyo, Schlummerpieps hat es für einen kleinen Leckerbissen gehalten, aber jetzt ist alles wieder gut. Ah, seht, hier ist der Lula. Hallo, Lula. Oh nein, Pocoyo, wach auf, wach auf! Oh je. Vielleicht wacht er auf, wenn wir alle zusammenrufen. Fertig? Wach auf, Pocoyo! Wach auf! Oh. Ah, verstehe schon. Lula wollte nur spielen. Jetzt sollte dein Samenkorn aber wirklich sicher sein, Pocoyo. Hallo, Pato. Oh, Pato, ich weiß ja, dass es wie ein Ei aussieht, aber in Wirklichkeit ist es... ui. Was ist das? Nun, also ich würde sagen, jetzt ist dein Samenkorn absolut sicher, Pocoyo. Keiner kann es dir wegnehmen. Ah, was sehe ich? Ganz allerliebst. Hallo, Elli. Pass auf! Oh, das ist ja... Das ist jetzt nicht so gut. Ach, Pocoyo, Elli wollte deine Blume doch gar nicht zerdrücken und nun hängt sie auch noch in deiner Falle. Thank you.
Lula. Oh! Das sieht ja aus wie noch mehr Samenkörner. Könnt ihr vielleicht Pocoyo sagen, was aus all diesen Samenkörnern wächst? Blumen! Ganz viele Blumen! Das ist richtig! Viele, viele Blumen. Genug für alle. Prima! Toll! Ja! Juhu! Was für ein Glück, Pocoyo. Da haben wir aber alle Glück gehabt, Freunde. Macht's gut. Bis bald. Pocoyo, der Zauberer. Hallo, Pocoyo. Komm, komm. Da lang? Mhm, na schön. Ah, verstehe. Du willst uns einen Zaubertrick zeigen. Ha, ha, ha. Na wunderbar. Du hast nichts in deinem Ärmel. Hm, sehr gut. Sieh mal. Wie, wo, da? Hier ist doch gar nichts. Ah, ich sehe schon. Da ist etwas auf deinem Kopf. Das hast du gemacht, während wir... ja, du hast eben gezaubert, klar. Aussuchen. Na gut, ich suche mir eine Karte aus und nachher, durch Zauberei, kannst du mir sagen, welche Karte es ist? Hm, mal sehen. Ich nehme den Luftballon. Aber nichts Pocoyo verraten. Fertig, Pocoyo! Ich habe mir eine Karte ausgesucht. Ist das spannend? Wenn du herausbekommst, welche Karte ich genommen habe, dann bist du wirklich ein großer Zauberer. Entschuldigung. Das Haus? Hm. Könnt ihr vielleicht Pocoyo sagen, ob das die Karte ist, die ich ausgesucht habe? Versuch's noch einmal. Das Auto. Könnt ihr Pocoyo sagen, ob es das Auto war? Das war es nicht. Es war der Luftballon. Ja, ich hatte mir den Luftballon ausgesucht, Pocoyo. Tut mir leid. Kaputt. Ja, sicher. Die Karten sind kaputt. Natürlich. Was sonst? Pocoyo meint, dass das Spielen mit Zaubersachen sehr gefährlich sein kann, wenn man kein richtiger Zauberer ist. Fasst sie lieber nicht an. Nichts in deinem Ärmel und schwupps! Ein Schwamm, nein, ein Ball. Verschwinden. Aha, du willst ihn verschwinden lassen, ja? Pusten. Ist das aufregend? Pocoyo? Er ist noch da. Wir sollen jetzt alle auf den Ball pusten, damit er verschwindet. Na schön, wir pusten jetzt. Es hat geklappt, Pocoyo, er ist weg. Aber wo ist er hin? Ja, ich sehe ihn. Er klebt an seinem... Nun ja, Pocoyo... Wir haben den Ball gefunden. Alle wollen noch mehr, Pocoyo. Das war ein super Trick. Los, zeig uns noch mehr. Das ist wirklich zu komisch. Tut mir leid, Pocoyo, aber... Das ist grandios, Pocoyo. Also, alle sagen, du bist der lustigste Zauberer, den sie je gesehen haben. Ha ha ha!
Wie es scheint, bereiten die Freunde irgendetwas vor. Alle sind mit dabei, außer Pocoyo. Die anderen planen da etwas Besonderes. Willst du denn da nicht mitmachen? Nein. Ah, verstehe. Du bist verärgert, weil deine Tricks nicht so geklappt haben, wie du es wolltest, hm? Keine Zauberei. Nun, vielleicht war es keine Zauberei, aber das war die lustigste Vorstellung mit den besten Tricks, die ich je gesehen habe. Psst, still, ich höre etwas. Sieh dich mal um, Pocoyo. Alle sind gekommen, um die Vorstellung des lustigsten Zauberers der Welt zu sehen. Und es sind wirklich alle. Was sagst du dazu, Pocoyo? Willst du ihnen nicht deinen Trick zeigen? Nein. Oh nein. Oh je. Yeah. Applaus für Pocoyo, den lustigsten Zauberer von allen. Bravo, Pocoyo. Wie schön, wenn jeder mit sich zufrieden ist. Macht's gut und bis bald.